Wir haben eine sehr schlechte Position in der Tabelle. Wir haben schlechte Ergebnisse. Das sind einfach Fakten, die kann man nicht wegdiskutieren. Aber ich habe auch immer gesagt, Ergebnisse bestimmen bei uns nicht alles. Auch nachvollziehbar, unsere sportliche Situation ist sowohl was die Ergebnisse als auch die Leistungsentwicklung der Mannschaft in den letzten Spielen definitiv nicht positiv. Und wir haben jetzt 7 Spieltage gespielt plus ein Pokalspiel. Von diesen 7 Spielen haben wir 3 Spiele verloren, 3 Spiele unentschieden gespielt, 1 gewonnen. 2 der 3 verlorenen Spiele haben wir gegen Mannschaften verloren in Überzahl. Das ist alles andere als positiv zu bewerten. Er war enttäuscht, natürlich war er enttäuscht. Er hat natürlich auch selber gesehen, dass viele Dinge nicht so funktionieren, wie wir uns das alle vorstellen, insbesondere wie er sich das auch vorgestellt hat oder vorstellt. Da gibt es nichts, was man ihm vorwerfen kann. Fußball ist leider Gottes nun mal auch ein Zusammenspiel von vielen, vielen Faktoren, die auch nicht immer vorhersehbar und nicht immer komplett beeinflussbar sind. Und es gibt dann einfach Situationen, so leid es einem tut, und mir tut es persönlich leid, muss man dann Entscheidungen treffen, in dem Glauben, in der Hoffnung, dass es die richtige Entscheidung ist, und die haben wir nun mal getroffen. Sowohl im Leben als auch im Fußball immer Niederlagen, die muss man akzeptieren, verarbeiten und versuchen, diese wieder in Siege umzuwandeln. Und wenn man einen Trainer nach 3 Monaten entlassen muss oder beurlauben muss oder diese Entscheidung trifft, dann kann man sich natürlich nicht hinstellen und sagen, es ist keine Niederlage. Natürlich ist es kurzfristig eine Niederlage, aber das ist nun mal im Fußball so und das wird es auch immer wieder geben und das wird auch nicht das letzte Mal sein.